Also meine Stadt 100.000 zieht, Geschenk schicken. Zieht jetzt echt gut an, muss ich sagen. Ich bin jetzt bei 76.000 Einwohnern. Stetig wachsen. So, jetzt müsste ich auch mal den Geldtransporter sehen hier. Drin in Schacht. Budget der Region 222.281. Bevölkerung der Region 180.000. Jetzt habe ich mir auch noch Wasser über die Bluse gekippt, ey. Fuck. Fuck it. Oh, ich hoffe, man hört das jetzt gerade nicht im Hintergrund. Ich höre nichts. Falls ihr es hören sollte, Zuschauer, es ist hier gerade, fährt gerade irgendein Bagger vorbei oder was auch immer. Was? Es ist grad... Du sollst doch nicht immer auf der Straße zocken, Junge. Auch heute bei dem schönen Wetter dachte ich mir, setz dich mal raus. Ein Gulli der Nachbarschaft. Ja, bei uns ist noch ganz schön bewölkt hier. Also Sonne ist jetzt auch. Bürgermeister relativ, geschlossen, ja. Sonne ist auch relativ wenig. Aber immerhin schön angenehm warm. Ja, ich sitze noch mit langer Hose. Ich sitze komplett nackt. Ja, das ist ja normal. Eben. Anderes hätte mich jetzt auch gewundert. Naja. Was wollte ich denn? Ich hatte eben eine grandiose Idee, was ich da noch bauen könnte und ich habe es einfach nur komplett vergessen. Tudum. Danke. Naja, wird nicht so wichtig. Ich baue jetzt erstmal die andere Stadt. Ach, man kann nicht mehr als 16 von diesen Solarpanels setzen. Ja. Ja, das ist ja Stuhl. Deswegen habe ich auch zwei Kraftwerke. Das ist ja richtig Stuhl. Mach ich denn das hier? Region, zack, jo. Kann ich, die Frage ist jetzt, kann ich jetzt die Stadt wechseln und ich kriege trotzdem noch Geschenke? Boah, ist wieder so laut. Oder muss ich jetzt warten, bis das... Oh Gott. Was? Jetzt war das nicht ein Bagger, jetzt weiß ich, wer das ist. Das ist der Nachbar mit seinem Pickup. Mit seinem V8. Oh. Mann, ich dachte, Mann. Mit dem Dübel hier. Mit dem Dübel? Hä? Was? Wie macht's? Wo? Wo ist was ab? Wählen Sie eine beanspruchte Stadt hier und da schicke ich jetzt. Genau, ich schicke jetzt einfach mal hier. Nee, Feuerwehr kann ich nicht schicken. Wagen kann, will ich nicht schicken. Will er nicht schicken. Wellnesswagen. Ich schicke mal einmal Feuerwehr und einmal Polizei, einmal Dings. Immer noch zu wenig Abnehmer. Ja, so. Wir brauchen Arbeiter. Arbeiter und Abnehmer, na gut. Oh, Peter. Jetzt hupt's auch noch durch die Gegend, Leute. Nee, das machen wir andersrum. Was hier schon wieder los ist. Da wohnt man schon auf dem Dorf. Denn das? Sandfragen? Warum? Ist irgendwo noch ein Gebäude kaputt? Ladenbesucher. Aber ich sehe es gerade nicht. Hä? Ah. Da. Arbeiter. Also mein Raucherbalkon, da ist ja jetzt noch nicht viel los, ne? Hat nur 1700 Einwohner. Ja, ich guck mal rüber. Aber die Leute aus der Stadt arbeiten in der Eckkneipe, kaufen in der Eckkneipe ein und die Industrie beliefert die Eckkneipe. Ach, zu mir wollen sie wohl gar nicht, ne? Nö. Hm. Ja, ich habe jetzt hier ausgewählt. Ach so. Was will er denn hier? Error. Berater für Versandfragen. So, Kinners. Ach, Quatsch. Ich würde sagen, Bahnhofsbezirk ist so gut wie vollgeklatscht. Bis zum nächsten Mal. Nee, Bahnhofsbezirk ist so gut wie vollgeklatscht, außer diese kleine Fläche. Ein bisschen was dafür brauche ich natürlich noch für Wasser und Abwasser. Strom wird definitiv noch benötigt. Da muss ich noch mal nachhaken. Aber viel mehr ist jetzt dann auch erstmal nicht mehr möglich, außer dann noch warten. Oh ja, ich sehe deinen Dom und deinen riesen Solarkelt da mitten in der Stadt. Na, auf jeden Fall. Wo ist denn deine. Ich buche jetzt mal deine Stadt. Wo ist denn dein. Guck mal, meine Stadt. Triumphbogen. Der ist versteckt. Ach doch mal hier. Achso, ich muss die Ansicht wechseln. Der ist versteckt. Mal gucken, ob du ihn siehst. Und jetzt möchte ich sie gerne angucken. Himmelarsch. Himmelarsch und Zwirn. Oh, was ist denn hier Error? Ja, was baue ich denn noch für. Baue ich denn noch ein Solarwerk hin? Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil das hinten ist eh schon voll ausgebaut, da passt eh nichts mehr hin. Werde ich jetzt hier noch Solar
Was müssten wir denn noch für eine Stadt bauen als nächstes? Eine mit. Also, ich würde jetzt mich um Industrie erstmal kümmern. Industrie, wir brauchen im Endeffekt. Bist du da direkt auf? Wir brauchen das, was wir immer brauchen. Wir brauchen Industrie und Einwohner. Ja, aber du könntest ja zum Beispiel damit auch auf Elektronik gehen, ne? Wie meinst du das? Na, hier deine Spezialisierung. Ja. Das könnte ich natürlich machen. Elektronik. Weil da baust du dann halt keine Fabriken, so wie, also hier so Gewerbe, also Gebiet durch Gebiet Ausschreibung oder so. Oder du knallst dann direkt halt als Gebäude eine Prozessorfabrik hin und da arbeiten natürlich dann auch Fabrikarbeiter drin, beziehungsweise schaffst halt Arbeitsplätze. Das könnte ich auf jeden Fall machen, auf jeden Fall. Dann haben wir auch vor allem gleich herstellende Energie, herstellende Produkte quasi. Oder herstellende. Ja, erstmal machst Gewerbe. du machst, also wir hätten was für. Das Großprojekt? Großprojekte, weil ich weiß nicht, wo. Braucht man da bestimmt auch. Und, also mir wurde gesagt, du machst damit eine Schweinegeld. Ich glaube, in einem von unseren Videos wurde gesagt, dass wir doch als Großprojekt die Solaranlage bauen sollen, weil dann hätten wir keine Stromprobleme mehr in der Stadt. Oder in der Region, besser gesagt. Ja, aber Stromprobleme haben wir jetzt gerade sowieso nicht. Also. Nee, das nicht. Aber da wir beide auf Ökostrom gehen, zerrt es halt extrem Platz, ne? Ja. Ja, okay. Das merkst du halt dann schon. Ich weiß nicht, wir bauen erstmal eine. Lass uns erstmal eine Uni bauen und gucken, wie das mit den anderen Modulen da aussieht dann. Ja. Oh, Nachbar, hör bitte auf, ey. Hab mal jetzt noch ein bisschen gehört. Und dann, ja, dann müssen wir uns halt einfach mal überlegen. Aber das ist halt auch cool, wäre ein Flughafen. Oder halt ein Dingsbahnhof hier, ein Raketen. Oh. Ich hab deinen Triumph noch nicht gefunden. Du hast eine Hochschule gebaut. Krass, hab ich nicht. Hast du immer noch nicht gefunden? Ja, such mal weiter. Ja, ja. Ich sehe nur, dass du eine Müllheide mitten in der Stadt hast. Nee. Ich hab doch keine Müllheide. Da hinten ist dein Windpark. Wo hab die Müllheide, die ist. Du hast ja nur so eine Windsräder gebaut. Ja. Center, ja. Solltest du übrigens, eigentlich müsstest du deine Wassertürme abschalten können. Stimmt, die abreißen kann können, die brauche ich nicht mehr. Da ist der Triumphbogen. Oh, der ist aber echt so fake-mäßig cool platziert. Ja, ne? Finde ich auch. Ein bisschen schief ist er, aber na gut. Naja. Hier an den vorgeschriebenen Dingsen. Ja, aber sonst ist er richtig schön versteckt. Und der Dom ist vielleicht schwarz, ey, mein lieber Scholli. Ist schwarz? Der Schattenseite ist der übelst dunkel. Ach so, ja, das stimmt. Jetzt ist er gut, jetzt ist er gerade in der Nacht, ist er beleuchtet. Ah, das. Aber der macht nicht wirklich viel. Ja, bei mir ist er Tag. Der macht nicht wirklich viel Geld. Nee, bei mir macht er gerade Minus bei noch meiner Angabe. Der Triumphbogen macht ganz gut. Ja, gut. Auch nicht wirklich viel, aber. Ja, du brauchst halt, ich weiß nicht, hast du irgendwas, so Straßenbahn hast du nicht, hab hast ich du nicht. Bahnhof irgendwas? Bahnhof hab ich, nein, du hast ja. Nur dein Ich weiß dein nicht, ob es bringt, wenn ich eine Straßenbahn mal mit reinpflastere. Naja, deine Straßen sind aber auch nicht so ausgelastet, abgesehen davon, dein Straßennetz ist auch schon wieder der übelste Salat hier, ey. Warum ist ein Salat? Sieht zwar cool aus, aber ist halt ein schönes Wirrwarr, ne? So. Nee, es ist, hat schon ein bisschen Struktur, so kann man es ja nicht sagen. Ja, das ist vor allem nichts los, das ist so das Geile. Hier ist einfach null Verkehr, obwohl du mittlerweile auch schon 78.000 Leute hast. 80.000 habe ich jetzt. Dann hast du hier zum Beispiel so eine Straße. Ja. Die so mitten durchläuft, die so für mich auch ganz schön zentral liegt. Das ist halt einfach, das ist halt nur eine kleine Straße. Das ist halt so deine Hauptstraße, ist für mich ganz schön. Die mitten durchläuft? Ja, ich weiß es ja auch mal nicht mit den Straßen, weil ich habe ja auch immer Straßen, wo wir. Ich hätte es so nicht gebaut, aha. Kann jetzt auch nicht sagen, wie ich es hätte besser machen sollen. Pass auf, die Sache ist. Naja, gut, dann verdödel ich mich. Die Sache ist halt, ich möchte meine Straßen jetzt immer irgendwie ein bisschen organisch haben. Ja, ich weiß schon, ja. Das kommt eigentlich dann schon so ganz gut so wieder drüber. Überall mal ein paar Kurven mit drin. Schon blockmäßig irgendwie strukturiert, dass es da immer so gewisse Abschnitte hat, die zusammengehängen, wie jetzt hier, gut, das siehst du jetzt nicht, aber wie jetzt hier, dieser Rundbogen, das ist ein Abschnitt, das hier ist ein Abschnitt, ich meine, das hier hinten, das ist so ein bisschen rangedalt,
Dann ist natürlich die Industrie ist ein eigener Abschnitt für sich. Anfangs sollte ja hier hinten dann eigentlich noch Glücksspiel hin, aber das ist übrigens noch auch ein Ding, das können wir in der nächsten Stadt noch machen, eine Glücksspielstadt. Ja. Wäre vielleicht noch ein ganz gutes Projekt. Meine, Touristen haben wir ja genug. Könnte man eventuell sogar, ich weiß nicht, ob ich das mit in die Industriestadt bauen könnte. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, nein. Was kannst du überhaupt, Jünter? Na, nichts, weißt du. So, noch. Nächstes Ziel. Sympathierate von mindestens 80%. Über 12, wie habe ich denn? 81%, nice. So gut lief meine Stadt noch nie, ey. Ich kam noch nie über 80% Sympathierate. Ich würde mal interessieren, ob die Kack-Kohle jetzt angekommen ist da hinten. Uff. Muss mal gucken. Ladet jetzt einfach die Stadt. Ja. Mach das doch. Hier, herrscht in den Nachbarkassen App, herrscht in den Nachbarn. Was? Nee, bei denen, ich kann nicht lesen. Erst bei den Nachbarn Ebbe in der Kasse schickt ihnen Geschenke. Ja, das habe ich gemacht und was passiert? Nicht. Ja, nicht. So, dann werden wir das. Wollte ich nämlich ein Krankenhaus bauen? Habe ich das Energieproblem noch mehr oder weniger aber gelöst? Ich habe kein Geld. Und somit ist die Stadt jetzt wirklich fast voll. Ich möchte jetzt aber hier hinten auch keine Wohnhäuser mehr unbedingt hinbauen. Weil ich denke, davon hat man jetzt wirklich genug schon. Meins, es reicht. Irgendwann ist auch mal Schluss. Eben. Die Frage ist nur, was könnte ich jetzt noch hinbasteln? Was ist jetzt noch sinnvoll für die Stadt? Die Frage ist, was kannst du? Ja. Oh, jetzt hilft die Straßenbahn. Das machen wir jetzt erstmal. Boah, muss ich jetzt überall upgraden? Dann gehe ich auf Straße, nutze dieses Upgrade-Werkzeug und gehe dann einfach hier. Ah ja. Zack. Zack. Hier ist einfach upgraden. Zack. Ja, gut, dann machen wir das einfach mal so. Zack. Zack. Überall mal draufklicken. Kann man nicht gleich mehrere auswählen? Nein. Ziehen wir nämlich mal die Straßenbahn hier auf der Hauptstraße entlang. Aber Bushaltestellen oder Straßenbahnhaltestellen setzt das Ding automatisch dann, oder? Nee, die musst du auch noch setzen. Ach, die muss ich dann manuell setzen. Ja. Und der Nachbar kommt wieder vorbei. Ja. So, das hätten wir. Damit wäre der Ring geschlossen. Ja, wo setzt man das? Züge? Nee. Busse? Nö. Helm? Wie mache ich denn das? Ach, hier, Straßenbahnen. Da. Ja, ja. Ach, da muss ich auch noch ein Straßenbahndepot irgendwo ranbasteln. Ja. Uff. Würde ich das mal hier hinbauen? Oh, nice. Hat funktioniert. Aber man kann ja Straßenbahnschienen auch sogar irgendwo hinführen. Kann man auch unabhängig bauen, ja. Ich glaube, damit kann man dann auch wirklich effizient die Straßen entlasten. Mhm. Wobei es natürlich auch wieder extra Platz kostet. Das ist ja mal richtig nice. Also mich kotzt es gerade ein bisschen an mit diesem Geld rumgeschicke, weil ich weiß nicht, wo meine 500.000 jetzt hin ist. Ich kann jetzt hier nichts machen in der Stadt. Außer Vorspulen. Ist nicht da, oder was? Noch nicht angekommen, ich weiß nicht, wo sie hin ist. Ich habe halt das Geschenk geschickt. Hm. Ich habe mal gehört, dass das auch ein bisschen buggy sein soll, aber vielleicht haben sie es ja mittlerweile behoben. Ey, wenn der hier so weitermacht, mache ich das Fenster zu. Das ist ja obernervig.